Vater, Mutter, Kind. Und ich nehme an, ihr beide kennt euch ein bisschen in der Boulevardgeschichte aus. Wahrscheinlich besser als ich, weil ich gehe nicht so oft zum Friseur zum Beispiel, um die Zeitung zu lesen. Aber ihr kennt mit Sicherheit das ein oder andere berühmte, bekannte Gesicht. Und darum geht es heute. Ich zeige euch gleich ein Kind und ich frage euch entweder nach dem Vater oder nach der Mutter des Kindes. Hey. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort zu geben. Mhm. Ist es richtig, bekommt man logischerweise einen Punkt. Bei falscher Antwort bekommt die Gegnerin einen Punkt. Wer nach 13 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet dann die nächste Frage. Also, ich sage euch immer, hier ist das Kind. Ich nenne auch natürlich keinen Namen. Schade, ein Nachname wäre gut. Das wäre meistens gut. Und ich sage euch, was wir suchen. Also, ob Vater oder Mutter. Mhm. Wir machen ein Beispiel. Hier ist der Sohnemann. Und welchen Vater suchen wir? Ah ja. Jeanette? Boris Becker. Boris Becker. Boris Becker. Können wir den nicht einfach nehmen? Das denken wir auch. Haben die nicht noch mehr Söhne? Ich glaube, der Boris hat noch jede Menge irgendwie. Boris Becker wäre in dem Fall richtig gewesen, wäre jetzt ein Punkt für dich. Und schön ist, dass Janine nicht drückt und sagt Boris Becker. Und Jeanette, ja, Boris Becker. Das war ja ein Beispiel. Es war nur ein Beispiel. Also, so sollte es denn aber jetzt nicht sein. Deswegen ruhig, Janine, Hand an den Ball. Es geht ein bisschen um Schnelligkeit. Wir suchen jetzt eine Tochter, also ein weibliches Kind und den Vater. Keiner traut sich so wirklich. Also ich weiß, ich kenne sie, aber ich wusste gar nicht, dass sie einen berühmten Vater hat. Ja, dann wirst du dich wahrscheinlich sehr wundern. Aber wenn du sie kennst, dann kennst du doch den Namen. Ja, das war, nee, leider, sag doch mal den Nachnamen kurz noch. Ach, nein. Okay, keiner traut sich, dann 5, 4, 3, 2, 1, schließe ich mal nur die Frage. Wer soll denn das sein? Also die Frage ist jetzt, es ist jetzt raus. Ich weiß, dass sie bei Emily in Paris mitgespielt hat. Das kann ich sagen, aber ich weiß leider wirklich. Alec Baldwin? Nee. Ist es gut, Gott Lily? Sei Dank. Und der Vater? Collins. Ach, oh. Wirklich? Wäre ich nicht drauf. Wow. Da kann man noch was lernen, scheinbar. Ich nicht, Mensch. Lily Collins. Fernsehen, ich sag's euch. Emily Paris, Tochter von Phil Collins. Okay, kein Punkt. Nächstes Kind, was wir suchen, ist ein Sohn. Und wie heißt der Vater? Jeanette? Der Fußballer. Beckham. David Beckham. Reicht der Nachname? Du hast gesagt, der Nachname reicht. Habe ich nicht gesagt, aber ich lasse es mal gelten. David Beckham. Ihr seid beide ja noch aufgeregt. Okay, also Vor- und Nachname. Gut. Ja. Also wenn ich auch einmal jetzt nur den Nachnamen wüsste. Reicht dann auch. Gut. Reicht oder reicht nicht? Normalerweise reicht es nicht. Aber dann würde es aber reichen. Aber jetzt hat Janine einen kleinen Bonus. Also in Zukunft bitte. Alrighty. Also außer Janine einmal gerne den richtigen Namen. Also, es wird eine Tochter gesucht. Wie heißt die Mutter? Janine? Veronika Ferres. Veronika Ferres. Wir schauen nach. Veronika Ferres. Eins, eins. Nächstes Pärchen, was wir suchen. Es geht um die Tochter. Was für ein Vater. Jeanette? Steven Tyler. Steven Tyler, diesmal mit Vornamen, und es ist Steven Tyler. Applaus 2 zu 1. Jetzt suchen wir wieder eine Tochter. Diesmal die Tochter zeigen wir und wir suchen die Mutter. Ach, wie heißt die denn? Janine? Goldie Hawn? Goldie Hawn. Das ist Kate Hudson und die Mutter ist Goldie Hawn. Das ist richtig.
spannend. 2-2. Wir sind bei Pärchen Nummer 6. Wir haben jetzt einen Sohn und suchen den Vater. Wer ist das? Wer ist das denn? Ja, ich... Hübsch ist er. Er ist niedlich. Ja, niedlich, aber... Könnte ein niedlicher Papa dazu sein? Oh ja. Oh ja? Oh Gott, so schlimm. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich meine... Sieht aus wie ein Schauspieler oder Model oder ja. So. Aber keine Ahnung, wer der Vater ist. Gut, dann schließen wir die Frage und wir zeigen den... Schnuckeligen. Na, zeig mal her. Vater. Nein. Oh. Arnold Schwarzenegger. Ja, attraktiv. Patrick Schwarzenegger. Das ist der Schnuckelige. Das ist der. Wie kann denn so ein Kind auch daher kommen? Naja, die Mutter. Die Mutter, Leute. Es gibt ja noch eine Mutter. Ja, absolut. So, oh, jetzt wird es wahrscheinlich. Konzentriert euch, weil ich glaube, das werdet ihr gut erkennen. Ich will keinen Druck aufbauen, aber ich glaube, das ist, geht schnell. Wir haben einen Sohn und wir suchen den Vater. Janine? Will Willis. Will Smith. Scheiße. So ein Quatsch. Wo war ich denn gerade? Ich war gerade kurz woanders. Ja, du hast leider Bruce Willis. Ja, das ist total gesagt. Dumm. Ich meine natürlich Will Smith. Ich habe auch gedrückt. Darf ich noch? Nee. Du kriegst ja eh aber den Aber ist Punkt. Das nicht mein Bonus, ganz kurz? Wenn ich den nein, der Bonus wäre, der Bonus ist nur... Der Nachname, okay, der Bonus verstanden. Ist nur, wenn der Nachname... Habe ich verstanden. Du hast ist als erstes Bruce Willis gesagt und die erste Antwort zählt hier. Hast recht. Das wissen wir alle. Und es ist natürlich Will Smith. Na, wahrscheinlich klar, hast du Will im Kopf gehabt und den Willis. Ich weiß auch was. Aber das wäre interessant, wenn James Smith der Sohn von Bruce Willis. Gut, Punkt in Anführungszeichen leider für Jeanette. Dankeschön. 3-2. Hier jetzt eine Tochter und wir suchen den Vater. Jeanette? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Wir gucken nach. Ozzy Osbourne. Vier zu zwei, wir haben ja noch jede Menge. Pärchen Nummer 9 kommt jetzt. Sohnemann und wir suchen die Mutter. Janine? Tierwag. Ja, das ist schlau. Das ist sehr schlau von dir, weil das ist Ben Teva. Du weißt, was ich will. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, aber leider heißt die Mutter Uschi Glas. Ja, das ist schade. Und nicht Uschi Teewag. Ah, damit hast du nicht nur den Punkt an Jeanette gegeben, sondern leider auch im Prinzip deinen Joker jetzt verspielt. Also Punkt für Jeanette, denn Ben Teewag, so heißt zwar der Sohn, aber die Mutter heißt Uschi Glas. 13. Ah, ja. Und der nächste Punkt kann im Prinzip entscheiden. Wir haben noch 4 Bilder, also solltest du, wenn es geht, jetzt richtig sein. Wir haben eine Tochter und wir suchen den Vater. Janine. Till Schweiger. Nicht Bruce Willis. Schweiger. Und es ist Till Schweiger, richtig. Verkürzt auf 3-5. Hier die nächsten, Tochter und wir suchen die Mutter. Janine? Nena. Das ist richtig. 4-5. 2 haben wir noch, es kann noch alles passieren. Wir haben jetzt einen Sohn und wir suchen den Vater. Jeanette. Uwe Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht.
Und sollte das richtig sein, hat Jeanette Biedermann Spiel 2 gewonnen. Und es ist Uwe Ochsenknecht, richtig! Der Willis. Ja. Uschi Tewak hätte ich auch gut gefunden. Uschi Tewak. Ja, nee, da hast du ja gekannt, aber was der tatsächlich im Kopf rumschwirrte bei Bruce Willis und Will Smith, ja, wahrscheinlich das Will. Ja, irgendwas hat sich da verknüpft zwischen den beiden. Sehr gut. 2 Punkte kommen dazu zum dritten Spiel jetzt gleich. Kommen nochmal 3 Punkte dazu. Im Moment haben wir einen Zwischenstand von 3-0. Ja, war doch ein cooles Video, oder? Ich denke, so seht ihr das auch, weil ihr seid schließlich noch dran. Ihr könnt das hier alles liken, ihr könnt es kommentieren und auch noch so ein Abo abschließen. Also diesen Kanal hier abonnieren. Ich würde es machen, ich mache es jetzt auch.